Na gut, muss natürlich alle Zeit haben und Lust, ne? Das ist immer so eine Sache. Ich bin so überladen. Das ist, wenn ich langsam laufe. Ich laufe halt berghoch. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Es ist so surreal, bei mir schneit es hier die ganze Zeit draußen. Und ich fühle so die Musik. Und aber im Spiel hier gerade muss es halt so warm sein, aber ich kann diese Wärme gar nicht fühlen gerade irgendwie. Das ist komisch. Jetzt Ausdauer tanken. Hoffentlich kommt nichts, das wäre schlecht. Dün, 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 dün. Dün, 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 dün. Zack. Hier. Okay. Ausdauer getankt. War doch vor uns noch einer. Solange kein Wolf vor mir steht oder ein Bär, ist alles gut. Ich habe eine neue Serie geguckt. Achso, können wir gucken, ob Ingame Boys gänge. Survival Squad. Mit Otto Bulletproof, falls das jemand kennt. Oder ihn jemand kennt. Ich habe jetzt mehr Respekt vor Miro. Der schon so viele Bären hier gekillt hat, ne? Mahlzeit. Ich möchte nicht in real vor so einem Bär stehen. Mm-mm. Selbst wenn ich eine Waffe hätte, ich möchte nicht in der Situation sein, zu schießen. Das. Nee, muss ich nicht haben. Kann gerne so ohne solche Begegnungen bleiben. Okay, bergab kann ich ein bisschen rennen. Hier war noch irgendwo einer, ne? Rechts, glaube ich. Ich spar mal gerade ein bisschen Ausdauer. Ne, ist der vor mir steht hinter einem Gebüsch oder so. War hier rechts irgendwo. Ich glaube mal wieder durch, oder? Ich höre noch. Ich laufe einfach hier durch. So. Ich hatte gehofft, dass noch mal ein paar Updates bei Scum kommen, muss ich sagen. So die Autos, ich kenne die ganzen Autos wieder drin. Ich meine, so weit bis 1.0 ist es ja dann auch nicht mehr. Denn spätestens dann müssten ja, muss ja alles irgendwie wieder reinkommen, so Stück für Stück eigentlich. Oh, ja, ist okay, ich sehe es schon. Spätestens da muss ja dann alles wieder drin sein. Wie? Ausdauer. Drin steht Zombie. Wenn ich das alles in die Fahne schmeiße, geht das halt alles gleichermaßen. Aber es ist ja leichter. Ich kann mal gucken, in welchen Abschnitten ich das in der Fahne gleich machen kann. Ja, so ein PvP-Server wäre, könntest du das Haus halt niemals so bauen. Ich finde, sieht schön aus so. Ach, Motorräder wollten wir auch mal immer suchen gehen. Stimmt, da war was. Wir wollten mal Motorradrennen noch machen. Das müssen wir irgendwann noch machen. Okay, hier ist nichts. Ich muss sagen, Observation hat mir jetzt irgendwie Kopfschmerzen gemacht, gerade noch, ey. Das war irgendwie so anstrengend für den Kopf gerade. Du warst da gerade noch nicht da.
Zwei Reifen und ein Fahrersitz fehlt. Das ist doch machbar. Oh, wieder zu Fuß durch die Gegend tuckeln, ey. Okay, wait a second. Also. Blub, hi. Hi, hi. Also 25, soweit ist es noch nicht. 50 hätten wir 491 Stück. Alle Basiselemente reparieren. Repariere ich alles gleich zu gleichermaßen, würde ich sagen. Dann nehme ich aber erstmal das ganze angeknackste Zeug. Und spare mir die frischen, die ich jetzt gekauft habe, extra auf. Schwierig. Kann man es drehen? Ja. Okay, einmal da. Einmal da. Na, Blub, wie geht's dir? Alles okay bei dir? Oh, hier kannst du nur reinschmeißen. Das noch? Hier war nichts mehr, das war das Neue. So, dass erstmal die Alten wegkommen. Okay. So, dann haben wir das hier. Die Weihnachtsklamotten schmeiße ich gleich oben rein. So, und das nehme ich noch mit. Dann haben wir hier unten aber noch eins, glaube ich, ne? Genau, hier. Dann schmeiße ich mal ganz kurz die Klamotten hier rein. Habe ich noch so Schuhe? Ja, ich habe noch so weiße Schuhe. Das könnte passen. Müssen wir gucken. Dann reparieren wir das mal. Schmeißen das alles in die Fahne und gucken mal, dass das hinhaut. Hm, 50%. Und was mal die? Wird das jetzt alles genommen? Oder bloß dann ein was? Also quasi das erste um. Ein was jetzt genommen, nehme ich an. Ne? Ah, okay, das untere hat's genommen. Okay. Schauen wir das mal alles da rein. Wird schon schief gehen. Oh, die Geräusche, ich muss die mal runterdrehen. So. Was hat es jetzt genommen? Okay, das andere große. Ach, da ist sie krabbelt. Wo kriege ich ein Auto her? Ich brauche zwei Reifen. Wo könnte ich die finden? Auf dem Berg gibt es was, wo ich sie finden könnte. Theoretisch. Da oben steht auch oft, dass ein Auto, da bräuchte ich auch einen Wagenheber, um die Reifen abzumontieren, wenn ich einen finde. Das kann man ja machen. Ich gucke mal, ob ich noch einen Wagenheber habe. Ich repariere jetzt alles, was bei 50% ist. Heißt das dann, das ist dann wieder bei 100%? Ja, anscheinend, weil das wird hier alles weniger. Ja, okay, die sind wieder komplett ganz. Gut. Okay, dann hole ich jetzt noch die anderen großen, die ich gekauft habe. Und dann sollte das doch passen. Sollte erstmal alles wieder repariert sein. Auch die Wände und das ganze Zeug.
Also wenn es diese Aktion mit der Fahne nicht gäbe, ne? Boah, ich glaube, da hättest du darauf gar keinen Bock. Ich glaube, da würde niemand in der Base bauen, weil keiner darauf Bock hätte, das Ding Zeug zu reparieren. Ah, hier ist schon was Kargans gewesen, jetzt wieder hier. So mittendrin. Why ever? So. Waren drei, ne? Ne, vier. Okay, damit kriegen wir alles ganz komplett. Sehr schön. Kopfmäßig Knülle, glaube ich dir. Das glaube ich dir. Kannst dich jetzt ausruhen, glaube. Hast es geschafft, es ist Freitag. So. Das Ding ist, ich will halt alleine nicht rumlatschen eigentlich. Und nach dem Autozeug suchen. Aber ich werde es müssen. Ich werde nicht drum rumkommen. Ich könnte mal hier hochlaufen. Da steht meistens ein Auto. Oder ich kaufe die Reifen. Ach nee, kann ich ja nicht. Weil ich noch nicht 340 bin. So, das müsste der letzte sein, ne? Dann müsste alles repariert sein. Das ging jetzt schneller, als ich dachte, dass ich das alles. Okay. Ich glaube, mein Kopf ist mal ausgegangen, dass ich alles einzeln repariere. Da bist du doch blöde im Kopf. Das zählt aber nicht, ne? Ist da noch was drin? Ja, die ganze Medizin. Kann ich das auch noch reparieren? Hier ist alles jetzt schön wieder repariert. Schön, schön, schön. Okay. Ich könnte mal kurz gucken, ob ich den repariert bekomme. Ja, nee. Eher nicht so. Vielleicht mit der großen Box. Aber ich habe noch eine große Box. Vielleicht mit der. Keine Chance. Okay, keine Chance. Den kriege ich nicht mehr ganz. Da brauche ich dann mal irgendwann einen neuen. Okay, das habe ich noch alles hier. Kurz mal Sachen spotten. Ach, die Schlüsselkarten. Haben wir auch noch. Und die Weihnachtszeit, das habe ich auch schon. Ich habe noch so viel Stuff hier, ne? Komm, ich guck mal, ob ich einen Autoreifen finde. Ich muss gucken, ob ich einen Autoreifen finde. Das geht nicht anders. So. Stefans Auto ist auch weg. Können wir mal hier reingucken. Na gut, die würden da hocken. Oh, ich wüsste, wo ich gerne hier hin. Wenn ich das laufe, ne? Oh nee, so weit will ich nicht laufen. Ich laufe mal auf den Berg hoch. Das mache ich mal. Auf den Berg hoch ist okay. Wenn ich zwei Reifen finden würde. Fehlt da irgendwas drin? Das hier sieht so leer aus, die Ecke. Ich kenne mich mit Autos nicht aus. Da fehlt irgendwas, oder? Lichtmaschine oder so? I don't know. Da fehlt irgendwas, ne? Hier. Was fehlt da?
Ja gut, wenn dann sowas fehlt, wäre es halt schwierig. Okay, Kofferraum fehlt auch. Ich wollte sowieso umsteigen auf den Volkswagen. Das wollte ich sowieso machen. Auf Autos suchen war ich ja nicht eingestellt. Ich wollte reparieren und mir die Klamotten holen. Das ging schneller, als ich dachte. Ich könnte rü... Ah, da brauche ich ein Boot. Ich habe kein Boot mehr. Ich könnte ein Boot suchen gehen. Dauert länger als ein Auto. Dauert nicht unbedingt länger als ein Auto. Ist vor allem nicht... Muss ich nicht reparieren. Aber dann müsste ich halt fucking weit laufen. Ich glaube, das mache ich mit Absprache. Ich glaube, da warte ich, bis irgendjemand Lust und Zeit hat und mitspielt, dass ich nicht alleine rumlatsche. Ich glaube, das wäre halt echt weit. Wenn ich da jetzt anfange, im Auto suchen, brauche ich die ganzen Teile erstmal. Oder im Auto, wo halt nicht unbedingt der Motor irgendwas fehlt, weil bei dem fehlt, glaube ich, irgendwas im Motorraum. So wie es aussieht. Ja, ich glaube, da warte ich, dass noch andere da sind. Das ist mir, glaube ich, lieber. Wieder so eine Farmtour, wie wir schon mal gemacht haben, zu dritt oder so. Das ist dann ein bisschen lustiger. Und ein bisschen angenehmer. Puh, mal gucken, ob Igor da ist. Ramiro war ja auch nicht da. Sein Auto war letztens weg, Hunger aber mittlerweile wieder da ist. Ach, na guck, wen haben wir denn da? Miro? Ich bin mal ganz heiser. Miro? Ah, Miro. Ach Gott. Ich wusste nicht, ob du mich gehört hast. Hey Miro. Na? Ich hab nicht gesehen. Na, ja. Geht so. Wie geht's dir? Ich dachte schon, ihr seid alle ausgeflogen. Dein Auto war die letzten Tage auch nicht da. Ja, ich war, naja, ein bisschen unterwegs. Diese Dust abgecheckt irgendwie. Okay. Ja, ich dachte mir schon, dass du und Stefan vielleicht zusammen unterwegs seid, weil sein Auto ist auch nicht da. Ja. Stefan habe ich schon länger nicht mehr gesehen jetzt. Also gut, ich war jetzt auch unterwegs, also von daher. Ne? Ja. Na ja, gut, dann dachte ich mir es schon. Sag mal, die Karre, die daneben steht, ne? Ja. Ist das deine? Brauchst du die? Ich habe die halt so auf dem Weg hierher gefunden. Ha. Und halt mal abgeschleppt mit meinem guten Wagen. Und dann halt dahin geschoben. Ah. Ja, mein Auto wurde wieder geklaut irgendwie. Wo ich die. Ich war vor einer Weile. Wahnsinn. Ich komme letzte Zeit halt selten aus dem Haus, das war ein bisschen doof, aber als ich ab und zu mal draußen war, ja, das Tor stand sperrangeweit offen und meine Karre war weg. Und hier war noch eine Karre. Ne, hier war noch eine Karre. Hier irgendwie dazwischen, zwischen den Häusern stand auch mal eine Zeit lang eine Karre, die ist auch weg. Ja. Oh, schade. Die war nicht für Igor gedacht. Scheiße. Ja. Naja. Und darum müsste ich erst neues Auto jetzt suchen. Ich wollte gerade mal eine Runde, irgendwie eine Farmrunde machen. Da. Ja, aber ja, wenn das da ist, das habe ich nämlich gesehen und du warst halt nicht da und dachte ich mir so, oh. Es wird wahrscheinlich ein bisschen gelitten haben, so unterbodenmäßig, weil es hat bloß zwei Reifen. Ich hab's halt abgeschleppt, aber ja, geschenkter Gaul, ne? Weißt du, wie das ist. Ja, ja, solange die Bremsen funktionieren und das Gaspedal und die Lenkung. Ja, das werden wir dann gleich rausfinden. Ja. Hast du eigentlich Igor auch mal wieder gesehen, die Tage? Leider nicht, ne. Seitdem der mit diesem... Letzte Mal bei unserem Zusammentreffen. Der Rogi? Mit seinem... Rogi, ne? Was sie dem eingepflanzt hatten, dieses Ding? Ja, richtig, richtig, dieser Wirt. Er ist der Wirt. Das andere Parasit-Ding. Das andere Ding, genau. Genau, das Parasit-Ding. Ja. Da mache ich mir schon ein bisschen Sorgen mit dem Ding da in seinem Kopf. Ja. Oh, was ihm das Ding für Flausen in den Kopf setzt, weißt du? Ich weiß auch nicht, ob man ihm da jetzt ganz trauen kann überhaupt damit. Wo das irgendwie auch doof klingt, aber es ist halt schon schwierig. Was wolltest du jetzt? Wolltest du jetzt irgendwo hin? Eigentlich? Na, mal zum Außenposten und mir neues Spielzeug besorgen. Neues Spielzeug? Was wissen die wohl? Maschinengewehr.
Oh, das ist krass. Für die nächste Bunkertour oder was? Zum Ausprobieren. Ich Ja, wenn habe. man so ein bisschen Asche beiseite gelegt hat, dann geht das schon. Ah, okay. Ich war auch vor ein paar Tagen mal beim Außenposten, habe ich Werkzeugkisten, ganz viele gekauft und habe hier mal alles durchrepariert, komplett. Da waren schon einige Ah ja, Löcher in den Wänden und das Co. stimmt. Aber Mich hat es ich. gewundert, dass ich, als ich wieder hergekommen bin, hier keine Ruinen vorgefunden habe. Naja, ich Das habe war mich ein schon bisschen drum überraschend. gekümmert, wenn ich dann ab und zu doch mal aus dem Haus gekommen bin, habe ich hier ein bisschen, ja, repariert und alles. Die Sehr Felder gut. habe ich auch alle rausgezupft, jetzt ist halt erstmal alles wieder brach. Ach ja, gut. Das war alles verdorrt. Schade drum. Solange das nicht noch irgendwie Konsequenzen nach sich zieht, weil wir jetzt nicht konstant Lieferungen gebracht haben. Sollten wir jetzt gleich was besorgen und dann vielleicht mal wieder was anpflanzen. Was hältst du davon? Können wir machen. Ich wollte kurz mal ein bisschen hier rumlaufen in der Nähe und einfach ein bisschen gucken, ob ich irgendwas finde. Vielleicht für das Okay. Auto. Was braucht das Auto noch? Die zwei Reifen und was noch? Mal gucken gehen. Zwei Reifen, ein Fahrersitz ist drin, den habt ihr ja eben noch Ja. eingebaut. Lichtmaschine habe ich dabei, die würde ich noch einbauen. Batterie fehlt noch, oder? Ja, Kenn die mich. Batterie fehlt, Ah. genau. Aber ja, die würden wir am ehesten kaufen. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Oh. Ich habe Naja, hier, ich das habe nicht so wäre viel. schon ganz cool, ne? Na, warte mal. Ups, Okay, das was wollte ich machst du? sehen. Kannst du da drunter Ah, ein gucken? Oh bisschen Gott, abchecken. bitte, Ein wenn das bisschen. jetzt kippt. Aber pass auf, vorsichtig, dass es Okay. umkippt, ey. Nee, nee, nee. Ja, okay, Das ich liegt glaube. bloß auf der Aufhängung gerade. Hup. Das. Ah, So, Mensch, komm, ich helfe jetzt dir mach ich hoch. erst Komm, mal. komm, hier, eine Hand, komm. Hup. Hoch. Ah, ja, okay. Geht wieder. Okay. Ja. Ne, der Unterboden sieht okay aus. Der Unterbodenschutz ist ein bisschen runter, aber sonst. Naja, klar. Ja, mal gucken. Ich gehe mal gucken, vielleicht finde ich ja zwei Reifen. Okay, Ich geh mal auf den Berg da hoch und guck mal da oben, ob ich was finde. Ich gehe mal zum Military Camp hier vorne. ach so, okay. Ja, also erstmal eine kleine Runde. Ich habe aber, wie gesagt, kein Auto gerade. Also große Runde wird nicht. Ja, Du ja. kannst ja Da steht ja Bescheid noch geben. eins, ne? Ja, das ist deins. Ah, Dann ja. nehme ich nicht. Ich nehme nicht Alles einfach klar. die Autos von anderen Leuten. Du kannst ja mal gucken, wenn du jetzt schon ein bisschen rumfährst gerade, ob du irgendwo Stefan und sein Auto oder sein Auto findest. Vielleicht hat er sich ja nochmal irgendwo eine Jagdhütte gebaut. Er wollte ja nochmal Ist irgendwo er? eine Jagdhütte bauen. Zuletzt ist er halt Weißt du denn irgendwo. ungefähr wo? Hat er Nee. irgendwas davon gesagt? Nee. Wir hatten uns. Ich hatte ihm damals geholfen. Warte mal, ich muss mir kurz die Karte angucken. Ich hatte ihm damals geholfen, in B2 mal eins zu bauen, an dem See. Aber ob er das wieder dort Okay, gebaut hat, weiß ich B2. nicht. Er war auch sehr angetan von diesem See in C3, dem großen, wo der. Oh Gott, wie hieß er noch? Wen meinst du jetzt? Igor? Nee. Guck ich mal auf den Namen. Der andere? Der schon auch Nee. so ewig. Nick, genau, Nick. Valentine oder so? Ja, genau. Der hatte dort oben den See sich niedergelassen und fand Stefan ja auch ganz toll, den See. Vielleicht ist er da irgendwo. Ach so, na klar, oh, da kann er bestimmt gut angeln. Wir könnten dann zur Not mal rumfahren und gucken, ob wir irgendwo sein Auto finden. Weil nicht, dass Klar. er Hilfe braucht, weil er irgendwo in der Pampa feststeckt. Ich glaube, der Stefan, der braucht keine Hilfe, der ist Meinst du? mit allen Wassern gewaschen, ja, denke ich Na mal. gut. Ja gut, dann gehe ich mal eine Runde rum und schau mal, ob ich was finde. Zwei Reifen und Alles klar. vorne links, hinten rechts, ja. Ja, Ja. kriegen wir so hin, wie wir es brauchen. Okay. Und wenn das Profil halt falsch drauf ist, naja, ich meine, der TÜV, Hauptsache es fährt. Ich glaube, der TÜV juckt ist hier das nicht. egal. Nee, glaube Ganz ich auch nicht. genau, ja. So. Ja gut, bist du Alles los? klar. Soll ich das Tor aufmachen? Nicht. Guck noch ein bisschen rum hier. Oh, okay. Gut, dann Dann ich laufe mal ein Stück. Ich komme dann gleich wieder. alles klar. Ich gehe nicht Jo, so weit weg, bis solange ich gleich. nichts Fahrbares habe. So. Alles klar. Oh, wie viel habe ich hier noch drin? Okay. Oh, was habe ich hier noch drin?
Oh, scheiße, die ist leer. Kacke. Oh, was habe ich hier noch mal nachzählen? Hä? Kann ich die nicht zählen? Wieso sehe ich nicht, was da drin ist? Jetzt. Okay. Gehen wir erstmal zum Military Camp. Ich mach gleich, wenn wir oben sind, im Wald mal Musik an. Das ist ein bisschen zu ruhig hier. Viel zu ruhig hier. Was jagen könnten wir auch? Habe ich eigentlich noch Muni dabei? Ich habe auch keine Muni mehr dabei, oder? Doch, habe ich. Okay, warte mal. Schauen wir mal hier. Stopfen wir da was rein. Ich gehe mal kurz in den Stein hier oben hin. Okay. Also kurz mal das Magazin raus. Sind das die? Ich glaube, es sind die, ne? Ja. Okay, kurz die Muni rein. So, hoffen wir mal, dass jetzt gerade nicht irgendwas aus dem Gebüsch gesprungen kommt. So, wieder 5 Schuss hier drin. So. Sehr schön. Jagdgewehr steht. Ich mach mal kurz Musik an, warte mal. Tü. Welche Playlist könnten wir machen? Weihnachtsplaylist passt irgendwie nicht zum Spiel. Obwohl es zur Zeit passen würde, passt es nicht zum Spiel. Okay, jetzt, Achtung, könnte kurz laut sein. Vorsicht. Hey, geht. Oh, ich habe die Tracker-Playlist erwischt. Sorry. Kann ich auf das Lied gehen wenigstens? Es gibt in der Playlist ein paar gute Lieder, die, glaube ich, echt gut passen. So. Gehen wir erstmal zum Militärcamp. Gucken, ob wir da was finden. Joggen mal ein bisschen. Zack. Und dann laufen wir den Bogen nach da oben. Was war das? Ach lol, das ist... Das sind die Strommasten. Oh Gott. Das sah gerade so komisch aus, dass da so ein Kreuz oben steht. Ich wollte gerade schon sagen. Ja, wir waren ja zuletzt... Mal kurz Revue passieren. Wir waren ja zuletzt mit Miro unterwegs. Da war Stefans Auto noch da, als wir mit Miro unterwegs waren. Da waren wir ja bei diesem Pentagramm-Ritual-Gedöns. Wo Shiva auch so ein bisschen What the fuck? Drauf war. Zu Recht möchte ich anmerken, zu Recht. Stimmt, da habe ich ja gar nicht wieder mit Miro drüber geredet, über die Nummer. Ich glaube, wir müssen da nochmal ein Gespräch führen, wenn wir wieder zurückkommen. Ich glaube, das... Ja, doch, da wäre schon ganz gut, wenn wir das Gespräch nochmal führen. Also Shiva ist das auch nicht ganz so geheuer. Ich meine, Shiva, Militär und nicht so für das... Doch, ja, ein bisschen okkult, ja, aber sie hat sich mal dafür interessiert, aber... Ja, nach ihrer Militärzeit, dass das halt real sein könnte oder dass da wirklich irgendwie was funktioniert, da ist sie halt ein bisschen skeptisch mittlerweile eher. Sie findet es interessant, aber mehr dann halt auch nicht. Ja. Ist halt schwierig, ne? So, gucken wir mal, was hier ist. Nichts, absolut nichts. Geil. Gut, wenn wir das Auto bekommen könnten, wäre es schon geil, ne? Jau. Messer, Helm. Armeebrille. Alles Stuff zum Verkaufen. Ja, was für das Auto werden wir hier halt nicht finden, ne?
Ich kann mal mit Miro dann noch ein bisschen rumfahren und ein bisschen farmen oder so. So, mal gucken, ob Stefan oder ob Igor halt noch aufschlägt. Schön wär's, ich würde mich freuen, aber wenn es halt nicht geht, dann geht's halt nicht. Soll ich das Zeug überhaupt mitnehmen? Ob ich das überhaupt verkaufe? Eigentlich nicht, oder? Ich werde das eh nicht verkaufen. Komm. Ich meine, das Zeug kann man verkaufen. Militärstuff, okay. Was war das? Ja, mittlerweile ist es ja auch so, dass einige von euch Interesse, scharfe Nachos, ui, schon Interesse bekundet haben, mitspielen zu wollen. Prinzipiell okay, ja. Die Standard RP-Regeln halt gelten, kein Meta und Co. Und halt keine Scheiße bauen. Sich jetzt nicht irgendwie in Lager auch reinschleichen, wenn die Leute halt gerade nicht da sind. Das ist halt, dann kann man ja nichts damit anfangen, dann kann man ja nicht irgendwie es verhindern oder hat man halt keine Möglichkeit damit umzugehen, das ist halt dann scheiße. Und ansonsten halt die normalen Verhaltensregeln, wie man sich halt im RP verhält. Was steht da oben? Da steht ein Zombie noch. Okay, nee. Ich habe hier gerade noch einen Zombie gehört. Ich weiß noch nicht wo. War das der da oben? Nee, das war zu weit weg. Ja, jetzt können wir halt links hochgehen, ne? Ich würde nochmal da hoch zu dem hier hin. Da ist ja nochmal zwei Garagen und so. Ja, ich glaube, wir könnten mal da hinlaufen, ne? Vielleicht finden wir unterwegs noch ein Tier oder sowas. Wäre halt schon nice. Na komm, wir laufen mal da hoch. Ich nehme mal einen Baseballschläger in die Hand. For safety. Für die Sicherheit. Ich wollte auch mal mit Chiwa angeln. Aber beim Angeln bräuchte ich halt Stefan. Als Lehrmeister. Darf ich gerade gut? Ja, ich könnte noch ein bisschen in die Richtung sogar laufen eigentlich. Ja gut, Hauptsache ich komme mal zur Straße. Das ist mal die Hauptsache. Darüber einfach und dann müsste ich auf die Straße kommen. Jupp. Okay, nur nicht schießen jetzt. Ich habe gerade Flashbacks. Ich bin halt schon tot gestorben, weil dann einfach Zombies neben mir nachgespawnt sind. So, wir laufen mal kurz hier und dann gehen wir wieder runter und gucken mal, was Miro. Ob Miro danach wo rumfährt irgendwie. Vielleicht mal nach Stefan ins Auto suchen. Wer weiß, wo Stefan hin ist. Und Igor. Mal gucken. Aber Igor haben wir jetzt nicht geklopft. Bei Stefan ist es halt irgendwie obviously, dass er nicht da ist, weil Auto nicht da. Aber gucken wir mal. Vielleicht haben sie ja auch Stefans Auto geklaut. Also Shiwas Auto geklaut haben und
Igors eigentliches Auto geklaut haben. Drüben läuft ein Zombie. Wir müssen mal die Garagen reingucken, vielleicht haben wir ja Glück und finden irgendwie Reifen oder so für das Auto. Ach Gott. Wieder an der Straße entlang joggen, ey. Ich dachte, das hätten wir hinter uns. Die Musik macht es nicht besser. Ich muss mal nochmal laufen wegen Ausdauer. Da hinten war mal unsere Base auf dem Berg. Oh, die war so schön. Die Base war so schön. Wenn das mit dem Schwimmen und so nicht so. Also, Schwimmen und was mitnehmen ist halt schwierig. Also, auf einer Insel eine Base bauen wäre halt so cool eigentlich. Aber wenn du dann sowas hast, dass so das Boot geklaut wird, in Anführungszeichen, das hast du halt verschissen. Ist da vorne irgendwas auf der Straße? Ja, da torkelt was. Habe ich jetzt Miro eigentlich gesagt, wo ich hin wollte? Nee, ne? Ich glaube, Shiva hat nicht Miro gesagt, wo, dass wir hier hoch wollten. Ich glaube nicht. Bin mir gar nicht unsicher, ob ich das gesagt habe oder nicht. Eigentlich wollte ich es sagen. Ich weiß aber nicht mehr, ob die Worte meinen Mund verlassen haben. So. Wisst ihr, was bald so ein Problem wird? Das Leben hier wird bald wesentlich, wesentlich gefährlicher. Das Ding ist, man kann sich ja zur Not vor einer Zombie-Horde oder so retten, indem man in ein Haus reinhüpft durch ein Fenster oder so. Ne? Kann man sich ja retten zur Not. Das Problem wird sein, mit dem nächsten Update können die dann auch durch Fenster klettern. Das ist schwierig. Hi. Na, was geht? Hier, kriegst du einen Baseballschläger. Bam. Bam. Bleib liegen. Ja, wenn die dann nämlich durch Fenster klettern können, dann ist es halt schon sehr schwierig. Dann ist nichts mehr mit, ich hau mal einfach schnell ab vor einer Horde in so ein Haus rein und jump da rein. Dann musst du dir das halt, dann kommst du in so eine Phase, dass du dir das zweimal überlegen musst, lohnt sich das jetzt für mich, dieses Risiko auf mich zu nehmen? Weil das Ding ist nämlich, erinnert euch mal an die eine Runde, wo alle Vierer unterwegs waren, nach rüber auf die rechte Seite der Karte. Und Shiva zurück zum Auto wollte und dann von 3 oder 4 Zombies gleichzeitig angegriffen wurde. Die haben mich halt mit ihren Schlägen durchgestaggert. Ich konnte halt nicht mal meine Waffe ziehen. Ich konnte nichts machen. Ich wurde immer wieder gestaggert und war dann quasi tot. So semi, ne? Das ist also so eine Situation. Kannst du halt jetzt gerade umgehen, wenn du sagst, okay, ich renne schnell in ein Haus. Wenn das aber nicht mehr geht, musst du dir halt nochmalig überlegen, willst du diese Situation überhaupt riskieren, dass es passieren könnte? Also ich glaube, das nächste Update von Scum, das wird sehr interessant werden, was die Gefahrenstufe des Spiels angeht. Also ich glaube, das wird sehr geil werden. Ich glaube, das wird sehr, sehr geil werden. Kann man sehen, dann sterben wir doch öfters hier. Die Chance besteht. Ah, so Stuff. Duct Tape habe ich noch. Buttermesser? Nee. Es ist halt wieder was anderes, so zu farmen, ne? Ach Gott, ey. Ich war mit dem Auto unterwegs. Ich habe Polizeistationen gesäubert. Ey, ich war. Oh. Ich habe nur den Polizeilooten mitgenommen, Waffen und alles. Habe das verkauft, habe Geld gemacht. Und jetzt, wo bin ich jetzt? Wo ist Shira wieder? Shira läuft wieder und freut sich, dass sie da ein paar Patronen im Schrank gefunden hat. Ich habe lange überlegt, ob ich das mache, aber alles, was Shira jetzt in letzter Zeit erlebt hat, bei ihr kicken gerade so ein bisschen Depressionen. Sag mal, wie es ist, bei ihr kicken gerade wirklich so ein paar die Depris. Darum ist sie jetzt auch seit vielen Tagen so eher nur sporadisch mal aus dem Haus gekommen. Da hinten läuft einer. Die Sache mit ihrem Ex halt. Und dass sie jetzt quasi
aus Wut innerlich halt auch mit der Rebellenarmee gebrochen hat, auch wenn die Rebellenarmee es halt noch nicht weiß, aber, ne, dass sie aber gleichzeitig auch so ein bisschen diesen Pfad, der ja eigentlich ihrer war, mit, dass sie halt für die gute Sache kämpft, ne, und jetzt stellt sie ja Drogen her und alles. Und das macht sie halt schon mehr fertig, als sie es zugeben würde. Das macht sie wirklich mehr fertig, als sie es eigentlich zugeben würde. Aber ich befürchte, man wird das bald nicht mehr verstecken können. Also sie wird es bald nicht mehr verstecken können. Dann wird sie es, ja. Vielleicht mal gucken. Vielleicht ist heute sogar so ein Tag, wo sie vielleicht mal drüber redet. Ich wollte erst noch mehrere Videos auch aufnehmen, wo ich wirklich alleine einfach unterwegs bin mit Shira und sowas hier mache halt. Wir labern einfach. Einfach vielleicht immer so ein bisschen zu symbolisieren, dass sie halt wirklich gerade eher alleine unterwegs sein will, weil sie mit ihren Gedanken gerade auch nicht weiß, wohin. Und es ist ja halt auch alles gerade ein bisschen zu viel einfach. Ist der hier oben jetzt, ne? Kommst du runter oder soll ich hochkommen oder wie machen wir das? Ah, du kommst runter. Ja, komm. Put, put. Komm, Junge. Hab ich den ganzen Tag Zeit. Bist du wieder hochgesprungen? Ich bin hier unten. Du siehst mich doch. Warum springst du wieder hoch? Ach Gott. Komm. Ich bin hier unten. Frachterwurf, Sektor C3. C3 da oben am Fluss. Mit mir rum schnell unterwegs sein. Soll ich jetzt echt zu dir hochkommen? Du mich, Junge, ich komme hoch, wenn du mich haust, ne? Netter Versuch. Netter Versuch, Junge. Ich weiß aber lustigerweise auch noch nicht, wie ich sie das verarbeiten lasse, könnte man sagen. Ich weiß nicht, wie ich Shira das verarbeiten lasse. Das, ne, wie sie dann damit umgeht mit den Debris und so. Habe ich das schon gesucht? Durchsucht ja. Wir gehen noch ins Haus, würde ich sagen. Gucken wir nochmal da. Und das hier vorne am besten. Ich kenne das auch, wenn so eine, wenn so ein Instrument einem richtig auf den Zeiger geht mit einer Zeit. Ist das ein Banjo gerade oder was ist das? Oh, das ist minimal nervig, ne? Oh, hei, hei. So. Am Toilette checken, da liegt meistens immer einer rum. Na, ich guck einer an. Pam. Pam. Ah, da ist nix. Hier was drin. Was ist das für ein Geräusch? Scheiße, Shira hat ihre Mütze vergessen. Wegen, dass sie nicht mehr gesehen werden will und so gerade. Ja gut, die hilft jetzt auch nicht. Scheiße. Oh, daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Wobei, wenn ich ehrlich bin, vielleicht passt es auch irgendwie gerade zu ihrem Kopf. Es passt eigentlich auch gerade irgendwie zu ihrem Kopf, dass ihr selbst das gerade eigentlich egal ist, ob sie gesehen wird. Auch wenn das bedeuten würde, sie könnte halt ernste Konsequenzen haben, wie sie sprengen sie in die Luft, weil sie dann wissen, dass sie halt zur Rebellentruppe gehört. Ja, ich glaube, das ist ja vielleicht wirklich gerade einfach egal. Ich wollte gerade mich raustappen und sagen, boah, nimm ein anderes Instrument, aber hat schon. Okay, Lied ist zu Ende, alles gut. Das ist auch jetzt angenehmer, so ein bisschen, bisschen ruhiger. Gehen wir wieder zurück, würde ich sagen, oder?
hinten aber noch ein Haus. Wer könnte durch das Haus noch gehen? Das Ding bringt nichts. Ruin. Ach, Mist. Gucke ich noch hier rein. Sie hat jetzt auch ewig nichts mehr von Mr. Shadow und dem allen gehört. Letzte Stand war ja hier, wir machen den Drogenhandel. Und Mr. Shadow wollte quasi aufpassen, dass dem Ex von Sheba nichts passiert, so nach dem Motto. Allerdings hat sie halt davon jetzt auch schon echt lange nichts mehr gehört. Weder im positiven noch im negativen Sinne. Und das triggert Sheba halt auch schon und das macht ihr halt auch im Kopf. Ich meine, ja, es ist ein Ex, es ist nicht jetzt ihr fester Partner oder so. Oder Partnerin, ne? Vollkommen egal. Aber wie das halt so ist, ich meine, man hat ja nun mal Gefühle für einen Menschen gehabt, so. Und wenn man nicht im Bösen auseinandergeht, dann wünscht man dem ja auch nicht, ne, das Schlimmste, so. Und so ist es halt bei She-Ra. Das ist halt... Sie will schon nicht, dass dem was passiert. Handschuhe sind das wohl. So. Ach ja, zum Thema, weil wir das vor uns kurz angesprochen hatten. Wenn ihr mitmachen möchtet und euch halt benehmt und das ordentlich mitspielt, kein RDM und all so Zeugs, ne? Dann, das wird über Discord machen wir das, wenn dann denn schon, dass ich euch dann dort die Zugangsdaten zum Server schicke und so. Weil ich kann das nicht ohne ein Video, ohne ein YouTube-Video posten, weil dann kommen halt, dann kommen Vollidioten. Dann kann man damit rechnen, was dann da abgeht. So, laufen wir mal zurück. Schön Ruhe. Mein Baseballschläger hat auch schon das die besten Tage gesehen, ey. Und mir gefällt mir das gerade mit der Musik einfach hier so auf dem Straßenrand entlang. Hat was. Mist, jetzt das Lied zu Ende. Es passt nicht mehr. Ich habe auch was gelesen zum nächsten Update, ne? Wenn wir gerade mal so für uns dahin schlendern. Beim nächsten Update soll auch wieder ein neues Auto dazukommen. Ein Truck, also so ein Jeep. Also, nicht Jeep. Truck, also Truck im Sinne von so einer mit so einer Ladefläche hinten. Wenn ich das richtig verstehe. Das wäre schon geil. Weil das wäre eine Karre, die ich gerne, wo ich Shiva sehen würde. So eine hätte ich gern. So eine dann zu finden wäre schon... Boah, da würde ich schon eine Ecke fahren dafür. Für die Karre würde ich eine Ecke fahren. Aber erstmal brauche ich ein Auto, um wieder Geld zu kriegen. Weil, also so einen richtigen Truck, so ein, mit so einer Ladefläche, den würde ich dann halt gerne auch aufpimpen, dass der gepanzerte Türen bekommt, irgendwie Spikes vielleicht an der Seite dran, wer weiß, was man dann hinten auf die Ladefläche packen kann bei so einem. Oder es ist so ein Truck-mäßig wie, dass du einen Viersitzer hast und hinten dann auf so einer Ladefläche in Anführungszeichen so ein Verdeck drauf hast. Das wäre auch geil. Das wäre auch richtig geil. Aber den kannst du auch richtig cool panzern dann. Mit diesem modularen Bausystem. Da kann ich mir richtig cooles Zeugs mitmachen. Mann, da hätte ich so gerne, ne? Wäre schon geil.